Und willkommen zurück zu Assassin's Creed, Leute. Wie versprochen, werden wir heute schauen, ob wir nicht das letzte Teil des Amazon-Sets bekommen. Und dafür müssen wir noch einen Kultisten töten, habe ich gesehen. Und der Hinweis für den Kultisten, der sollte in Korinth sein. Da bin ich jetzt auch schon hingereist. Und ich weiß noch vor einigen Folgen, dass uns dort unten bei dem Schmied, dass uns da irgendwas aufgeploppt ist, ein Hinweis für einen Kultisten ist in der Nähe. Und ich habe damals nicht gewusst, wo ich hin muss. Und ich habe jetzt gelesen, in der Beschreibung für den Hinweis, dass man den anscheinend irgendwie beim Händler kaufen soll. Und das schauen wir uns doch jetzt mal an, würde ich sagen. Ob hier irgendwo ein Händler in der Nähe ist, der uns den Hinweis hier gibt. Also irgendwo muss hier ein Hinweis sein. Mal schauen, ob es aufploppt. Es ist immer aufgeploppt, wenn ich hier lang gegangen bin. Hier ungefähr ist es immer aufgeploppt. Ja, genau, ein Kultistenweiß ist in der Nähe. Jetzt schauen wir mal, vielleicht verkauft uns der was. Es ist eigentlich der einzige Händler. Verkaufen. Kaufen. Kaufen. Hat der was? Speer. Tüte. Aha. Eine von der abtrünnigen Verkaufsplanspannen. Das kaufen wir jetzt mal. Da ist es. Notiz des Überläufers, Kultistenhinweis. Sehr schön. So. Ich danke dir. Schauen wir doch gleich mal ins Kultistenmenü. So, und da haben wir jetzt auch schon das Ausrufezeichen. Genau, das ist nämlich der Baum für der Heldenbaum des Kults. Details. Jetzt können wir den enthüllen. Und da ist auch schon der Amazonreif. Und den wollen wir uns auf jeden Fall holen. So, enthüllen. Leere Worte bleiben Palace besser ungesagt. Okay. Dann würde doch mal schauen. Haben wir den auf der Karte jetzt markiert? Hier haben wir nicht markiert. Also er scheint nicht hier auf der Karte irgendwo zu sein. Okay. Schauen wir doch mal. Pallas diente dem Kult nur, um seine Lust an Metzeleien zu stillen. Dass man ihn den Schweigenbringer nannte, war nur ein Witz. Auf dem Schlachtfeld brachte er Ruf, hatte Ruf voller Schmerzen, Angst, Wahnsinn und den Tod. Sobald die Schlacht geschlagen war, hörte man nur noch Pallas reden. Kämpfe auf dem Schlachtfeld von Achaia für Athen. Schlachtfeld von Achaia für Athen. Okay, wo ist das Schlachtfeld von Achaia? Ach du Scheiße. Schlachtfeld von Argos. Gott, wo soll denn das sein jetzt wieder? Megaris. Wo ist dieses blöde Schlachtfeld? Ach ja. Ich habe es irgendwo, glaube ich, schon mal gelesen. Bloß wo? Argos. Hier gibt es kein Schlachtfeld. Hier gibt es eins. Nexus. Ach, hier waren wir auch noch gar nicht.
Sarah Pevki. Gehen wir mal hier rüber. Ich habe jetzt auch keine Insel gelesen, die so heißen würde. Drakonien. Ach du Scheiße, finden wir doch nie, Leute. Arkadien. Ach ja, ach du Scheiße, hier waren wir doch gar nicht oben. Okay, Leute. Dann weiß ich, was unsere Mission ist. Wir sollten jetzt mal uns hier hochbegeben. Das machen wir doch besten gleich von hier aus. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir da den Start angreifbar machen. Okay, wir müssen für Athen kämpfen. Ich denke mal, dass der im Endkampf dann getriggert wird. Wir markieren uns schon mal hier da oben den und dann können wir schon mal in die Richtung gehen. Und auf dem Weg müssen wir natürlich dann Quests alles erledigen, dass wir den Start angreifen können. Weil so wird es nicht funktionieren. Einfach so angreifen. Ein neuer Tag der Jagd beginnt. Okay, haben wir nochmal ein Riesengebiet für uns? Nein. Wie wahrscheinlich wir Aussichtspunkte kriegen hier. Niemand wird um dich trauern.
nicht mehr. Hier ist schon eine rote Karte. Okay, hier unten scheint eine Stadt zu sein. Da ist auch ein Schmied. Wir gehen mal hier runter. Da sollen wir bestimmt auch ein paar Quests kriegen und so. Ja, tot, okay. Ja, ich habe schon Fragezeichen. Tempel des Zeus, den haben wir schon ein paar Mal gesehen, glaube ich, oder? Geh weiter. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Wir müssen eh ein bisschen wieder hier Quests und so, dass wir auch wieder Materialien und sowas bekommen. Du hast es nicht mal kommen sehen. Gar nicht.
Okay, dann schauen wir doch mal, was haben wir denn jetzt hier alles auf der Karte? Okay, das haben wir gemacht. Hier haben wir noch was. Hinter uns. Machen wir doch das gleich. Ist nicht weit weg. Ah, das ist wieder eine Höhle oder sowas. Banditenlager. Okay, einen Schatz brauchen wir noch. Was ist da hinten? Sehr schön. Schaden ist heftig. Geile Sache. So, okay, dann schauen wir doch mal. Ich muss noch mal ein paar Schätze rumliegen.
Okay, ich will was anderes. Spiele. Bin ein bisschen zu optimistisch reingegangen. Aber das ist ein Anführer in dem Haus. Das heißt, wir könnten dann den Start angreifbar machen, wenn wir den killen, glaube ich. Schauen wir jetzt gerne mal. Das Gebiet wird sicher gut verteilt. Na komm. Wer war das? Ich bin
Zuckerlich lässt du durchstehen. Alter. Okay, haben wir das auch? Sehr schön. So. Machen wir das Kopfgeld noch einmal weg. Und gehen dann hier runter. Habe. Du stirbst durch einen Spatiaten!
So, okay, brauchen wir zwei Schätze. Geschwächt ist er schon. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir gleich hier rüber. Mal entgegengesetzt. Oh, jetzt ist er angreifbar. Dann würde ich sagen, das machen wir doch gleich. Wir müssen für Athen kämpfen. Schließlich Sparta an Athen. Okay, machen wir aber erst noch den damit. Und dann machen wir auch gleich die Eroberungsschlacht. Damit wir diesen blöden Kultisten endlich kriegen. Die Leute bauen hier anscheinend gern Boote. Richtiger Bootsbau hier. Wie so ein Militär wirft. Hier fehlt es aber ein Schatz plündern. Ein Kind kann mir.
Ja, was hält denn der aus überhaupt? Oh, Kultist! Alter, Kultist. Die Welt ist ohne dich besser. Heftiger Scheiß. Jetzt nehmen wir, jetzt haben wir schon alles. Sehr geil. Wer war das jetzt überhaupt? Ah, wir haben den zweiten Baum fertig. Das muss der hier gewesen sein. Okay. Dann können wir den auch killen. Dieser Krieg wird ewig währen, ebenso wie der Kult. Okay, den verfolgen wir jetzt aber noch nicht. Was haben wir jetzt bekommen? Ein geiles Rüstungsteil auf jeden Fall, glaube ich. 881, 881, hier hätten wir Krieger, Feuerschaden. Okay, warte mal, wie schaut denn der aus? Lassen wir den mal drinne. Okay, ich würde sagen, wir verkaufen das Zeug dann hier mal, dass wir ein bisschen Kohle kriegen. Ja, wir verkaufen das alles. Und dann kriegen wir auch schön Money, 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 Money. Wir haben bloß noch 15.000. So, brauchen wir noch den Schatz hier. Okay. Ja, sehr gut. Okay. Immer ruhig bleiben. So, wir hatten hier irgendwo einen Schmied. Hier haben wir einen Schmied. Wir gehen mal verkaufen, Leute. Und danach würde ich sagen, machen wir uns auch gleich auf den Weg zur Schlacht. Einfach mal schon den beiden Kultisten erledigt. Läuft. Ich denke mir schon, warum der so viel aushält. Was kann ich dir bringen? Jetzt schauen wir erstmal, ob wir hier Hinweise kaufen können. Nee. Okay, dann bleiben wir verkaufen. Alle Handelsgüter. Das ist eh nicht viel. Okay, dann verkaufen wir das Zeug hier mal. Unsere Kasse wieder ein bisschen aufgewertet. Okay. Und dann, wir sollen für die Athener kämpfen. Das heißt, wir müssen hierher. 924 Medi. Und dafür nehmen wir doch unser Pferd. Na los. Komm schon. Coco, Coco.
Oh Leute, das Spiel macht so viel Spaß. Dafür muss aber leider Red Dead Redemption ein bisschen hinten dran bleiben. Und ich muss sagen, mir macht das Spiel echt mehr Spaß wie Red Dead Redemption. Ich hoffe, ihr steinigt mich jetzt nicht dafür, aber es ist einfach so. Schlacht der auf der Seite der Athener kämpfen. Wir lesen es jetzt nochmal schnell durch, nicht mal einen Scheiß bauen. Kultist, der hier oben. Da einmal anzeigen. Kämpfer auf dem Schlachtfeld von Achaia. Da sind wir jetzt für Athen. Okay. Wir sind jetzt auf dem Schlachtfeld von Achaia. Glaube ich. Das ist ja Achaia. Das müsste eigentlich das hier sein. Okay, würde ich sagen, machen wir das mal. Adlerfrau, du kommst gerade recht. Eine Schlacht steht bevor und wir könnten eine Söldnerin deines Formats brauchen, um spartanisches Land zu erobern. Ich kämpfe für Athen. Heute kämpfe ich für Athen. Dann kämpfst du auch mit Ehre. Lassen wir die dreckigen Spartaner leiden. Okay. Schon ein. Ja, da ist er schon. Ich behalte deinen Kopf als Trophäe. Das wollte ich eigentlich nicht jetzt, ne? Ah!
Fertig. Ja! Schweigenbringer, sehr schön. Damit haben wir auch das Teil jetzt. Hier war der Gelingende, das war der. Geile Sache. Sehr schön, damit können wir jetzt unser letztes Amazonen-Rüstungsteil anlegen. Da ist es, Amazonenreif. 5% des angeregten Schadens als Gesundheitsbonus. Sehr schön. Sehr schön, damit sind wir fertig mit dem Amazonen-Set. Richtig gut Drachmen gekriegt wieder. So, da haben wir schon 10. Jetzt brauchen wir noch 12 Kultisten. Dann müsste es eigentlich fertig sein. Und 6 Fähigkeitspunkte. Ja, da machen wir jetzt erstmal nichts. Hier haben wir auch alles fertig, oder? So. Ja, schaut schon cool aus. Der hier. Okay, der liegt im Boden drin. So, wir haben jetzt hier noch einige Fragezeichen.
Oh, da ist noch ein Kultist. Alter Schwede. Polymon der Weise. Komm. Polymon der Weise. Schauen wir mal, ob der auch zu irgendeinem Zweig dazu gehört. Und der hier. Ja, komm, den snacken wir auch gleich. Dann haben wir nämlich den hier auch fertig. Die Silberader. Den snacken wir uns gleich, Leute. Der ist da oben. Na los, komm. Wenn er schon so dasteht, dann holen wir uns den gleich. Dann wollen wir mal. Können wir da hochreiten oder müssen wir... Da können wir hochreiten. Da oben ist der. Vielleicht können wir den dann... Attentaten. Wir haben 3 Kultisten heute gemacht, wenn wir den jetzt noch schaffen. Ist doch geil. Ella. Wir speichern jetzt aber mal. Scheint wieder auch wieder eine Festung zu sein. Eieiei. Okay. Oh, der wird nicht einfach werden. Niemand darf mich entdecken. Der wird nicht einfach. Drin stehen, ihr Penner. Aber wir müssten eigentlich hier rumkommen. Hier sehe ich jetzt eigentlich nichts. Ciao, Bella. Malaka. Elisische Axt. Meine Fresse. Jetzt geht's aber los hier. Okay, dann schauen wir doch nochmal. Der ging aber schnell jetzt. Okay. Es läuft, Leute.
wir wieder einen Hinweis auf den bekommen, ist klar. Wir brauchen jetzt noch drei Hinweise, weil wir den drei äußeren noch brauchen. Also den 1, 2 und 3, die brauchen wir noch. Der nächste wäre jetzt eigentlich in der Liste der hier. Götter der Ägäis verfolgen. So, wo ist der? Ganz hier unten. Okay, der ist auf dem Schiff. Der ist auf dem Schiff. Das heißt, wir könnten rein theoretisch hier unser Schiff holen und dann den snacken. Schauen wir uns eventuell, Leute, in der nächsten Folge an. Ich würde gerne noch das Gebiet hier so ein bisschen fertig machen. Weil eventuell bekommen wir dann auch noch ein paar Hinweise oder sowas. Also hier sind noch einige Fragezeichen offen. Was ich gerade sehe, hier ist noch ein... Hier ist noch ein Aussichtspunkt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge, würde ich sagen, uns das Gebiet hier noch ein bisschen genauer an. Machen die Fragezeichen, klappen die alle ab, dass wir das hier ein bisschen abschließen. Und dann schauen wir, ja, ob wir vielleicht dann mit den Kultisten weitermachen. Und wir haben ja noch hier oben haben wir auch noch was zu tun. Hier haben wir noch Quests, einige hier. Auf Lesbos haben wir auch noch was zu tun. Also ihr seht, es ist schon noch einiges zu tun. Genau. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielleicht auch irgendwann mal die Medusa. Da haben wir auch schon die Quest dafür. Und ich denke mal, dass hier auch irgend so ein komisches Vieh drin ist. Auf der vergessenen Insel. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.